habe alles in allem etwa 6 oder 7 Jahre am Film gearbeitet. Also Anfang Idee, bis der Film dann wirklich im Kino war. Das war eine Periode von 6 Jahren. Ich habe insgesamt etwa 180 Stunden Material am Schluss. Also das waren mal etwa 60 oder 70 Stunden Filmaufnahmen in Tibet und in Indien. Es waren etwa 50 oder 60 Stunden Interviews mit Leuten. Darunter war 40 Stunden Archivmaterial aus verschiedenen Archiven in der ganzen Welt. Und nicht zu vergessen all die Fotografien, die ich hatte, jetzt nicht nur von Genin Chöppel, sondern von Personen, die im Film vorkommen, aus der alten Zeit, aus Labrang, also aus Osttibet. Und all die Texte von Genin Chöppel, die ich übersetzen ließ durch tibetische Übersetzer. Also all dieses Material musste ich in der Zeit der Postproduktion, die sich insgesamt über etwas mehr als ein Jahr erstreckt hat, all diese 180 Stunden Fotografien und Texte musste ich letztlich zusammenkochen auf einen Film, der jetzt knapp 100 Minuten lang ist. Für mich war als Produzent von Anfang an klar, dass ich keine Bewilligung in China oder Tibet einholen will. Zum einen wusste ich, dass es mit dem Thema nicht gehen wird, das ist zu politisch, zu kontrovers, da hätte ich nie eine Bewilligung erhalten. Und zum anderen wollte ich auch nicht kontrolliert werden von irgendwelchen Politkommissären, die dann ständig dabei waren. Das hat dann letztlich zu meiner Entscheidung geführt, dass wir mit einem ganz kleinen Drehteam, also wir waren 3 Leute, eine Übersetzerin, der Kameramann und ich, dass wir eigentlich als Touristen durchgehen, dass wir uns wie Touristen aufführen, die zum ersten Mal in ein Land kommen, neugierig sind, die Kamera aufstellen, den Alltag filmen. Und diese Strategie ist sehr gut aufgegangen, offenbar, weil wir in Tibet selber nie Probleme hatte. Das Witzige ist ja, wir haben in Indien genau gleich gedreht, mit einem kleinen Dreierteam, jeweils auch mit einem Produktionsassistenten dabei, der übersetzt hat. Aber in Indien, wo das eigentlich nicht so ein Problem hätte sein sollen, wurden wir tatsächlich auf einer Brücke verhaftet. Weil man darf keine Flughäfen, Bahnhöfe und Brücken filmen. Und da wollten wir wirklich auf dieser wunderbaren Howrah Bridge in Kalkutta, wollten wir die Aufnahmen machen. Das Wahrzeichen schlechthin von Kalkutta und prompt keine Minute gefilmt, kommt der Produktionsassistent und sagt, der Kameramann ist verhaftet, Da haben sie uns dann auf eine Polizeistation gebracht. Wir konnten mit dem Polizeioffizier, der sehr gebildet war und sich irgendwie für das Projekt interessiert, wir konnten uns da irgendwie raus und sagen, ist ja gar nichts auf dem Tape drauf, weil wir vom Weg von der Brücke zur Polizeistation haben wir das aufgenommene Tape ausgetauscht mit einem leeren Tape. Und das hat dann am Schluss zu nichts geführt, aber ich finde es trotzdem witzig, dass dort, wo ich das nie erwartet hätte, dass wir Probleme mit den Behörden hätten, wir die Probleme hatten, während in Tibet wir eigentlich immer sehr gut durchgekommen sind mit unserer Strategie als kleine Touristengruppe. Die Bilder ROAS sind unter anderem mit dem zu tun, was ich vorhin geschildert habe. Also weil wir ein bisschen Touristen gespielt haben, konnten wir natürlich auch nicht eine riesige professionelle Kamera mitnehmen. Da habe ich mich auch wieder als Produzent dafür entschieden, mit einer Consumer-Kamera zu arbeiten, also mit einer Kamera, die man in jedem Videogeschäft kaufen kann. Und dort ist es schon so, dass man natürlich von der Auflösung her, von der Bildqualität an Grenzen stößt. Das merkt man dann vor allem in den Totalen, also wo man die Landschaft sieht. Je näher man zum Beispiel bei einem Gesicht ist, umso weniger fällt dieser Qualitätsabfall wirklich ins Gewicht. Aber die Rohheit der Bilder hat natürlich noch einen anderen Grund. Ich habe es bewusst vermieden, in meinem Film ein Hochglanz-Tibet zu zeigen. Das hat mich nicht interessiert, das überhöhte Tibet, wo man mit wunderschönsten Farben in den Klöstern und dramatischsten Himmel- und Wolkenkonstellationen filmt mit dem besten Filmmaterial, das hat mich nicht interessiert, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass dieses Tibet, für mich zumindest, nicht das Tibet ist, was ich angetroffen habe. Tibet ist viel, viel rauer, als man meint. Der Umgang der Leute untereinander ist rau, das Klima ist rau, es ist heiß und es ist kalt, es ist staubig, das Essen ist rudimentär. Und von daher war es mir wirklich wichtig, dieses für mich sehr raue, bodenständige Tibet zu zeigen, weil ich übrigens auch das Gefühl habe, dass man das Hochglanz-Tibet zwar finden kann, wenn man das will,
Aber das heißt, wenn man dann wirklich dieses Hochglanz-Tibet filmen will, dann muss man wirklich nur einen ganz kleinen Ausschnitt vom Tibet nehmen. Man muss das eine Art und Weise konstruieren. Wenn man nämlich einfach die Kamera draufhält und wirklich das filmt, was man sieht, dann kommt das Raue, das Widersprüchliche, das Unschöne kommt immer irgendwie rein. Und ich habe versucht, dieses Unschöne, wie ich das jetzt mal nenne, dieses Raue eben nicht wegzukürzen, sondern das in den Film zu integrieren, weil das hoffentlich helfen kann, einen nüchternen, einen bisschen offenen Blick auch auf Tibet zu eröffnen, zu sehen, dass das in Tibet auch mit Wasser gekocht wird und die Mönche nicht ständig in der Luft fliegen.